So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tony Hawk's Extreme Skate Adventure von Disney. Ach komm, Herr Nokia, was willst du von mir? Hey, da, Kumpel! Ich suche jemanden, der 4 Klingeltöne für mein neues Nokia 5100 Handy besorgt und sie mir bringt. Meinst du, du kannst deinem alten Freund Jimmy aus der Patsche helfen? Jimmy Nokia heißt er also. Fürs Nokia 5100. Alter, dieses Spiel ist so in seiner Zeit verhaftet. Unfassbar. Hast du einen Klingelton oder was ist hier los? Hey Mann, hör dir den Sound an. Ah, die frühen 2000er. Nostalgia. Como siempre. Klingeltöne. Aber das Spiel gibt mir auch keinen Hinweis darüber, wo die Klingeltöne sind. Aber nur die fetten orangenen Pfeile nach muss ich Ausschau halten. Oh yeah, yeah. Hat ich nicht von hier irgendwo noch ein Symbol gesehen? Nein. Ich nenne es immer nur Symbol, warum? Weil ihr Skate-Münze, was auch immer. Full Circle. Kickflip, es gibt doch nur Kickflip und kein Heelflip. Interesting. Da oben war noch ein Setpunkt, hab's genau gesehen. Na? Meine Tochter hat mir zu Weihnachten ein neues Handy geschenkt. Ich weiß nicht recht, wie man es benutzt, aber das hier kann ich schon. Okay. Kennst du das, wenn Tochter den Eltern einfach ein Handy schenkt? Rich Kids Problems. Also ich kenne das. Oh, hi, Captain. Oh, sieht so aus, als hätte ich jetzt auch eins dieser Handys. Hör mal, ein Sirenengesang. Sind das eigentlich alles die gleichen Töne? Ich glaube schon, ne? Starke Limp Bizkit-Vibes, dieses Lied. Okay, ein Klingelton noch irgendwo in dieser Welt. Hier oben war ich noch gar nicht so wirklich, ne? Ah ja, hier war wieder der Skatepark, richtig. Da wird wohl auch keiner stehen. Aua, ach komm. Scheint minimal schief, ne? Ich meine, nicht so aufregend, das Spiel. Naja. Tony Hawk-Spiele sind immer invertiert in der Kamera, man kann das auch nicht umstellen. Also alles daran. Ja, nicht da unten hin, nur kurz. Wenn dann, denn dann. Da war der Captain. Die Welt ist auch eigentlich echt klein. Also was ist klein? Tony Hawk Level sind ja auch ungefähr so groß, aber... Ich weiß ja gar nicht, wie viele Level es gibt. Naja, mit fast jeder Welt allein 3 mindestens, ne? Also 3 Toy Story, 3... König der Löwen und 3 Tarzan. Macht 3, 6, 9 Level plus das hier 10. 10 Level? Ah, wo ist der letzte Klingelton, Mensch? Bei dem Kino vielleicht. Bin ich. Läuft da gerade. Oh, Toy Story. Ich finde den letzten nicht. Weird. Aber warte mal, im Skatepark vielleicht? Da war ich noch gar nicht drin. Nö. Hey, hast du das gesehen? Ja, tat weh.
Man kann keine Doppeltricks machen. Zum Kotzen. Konzeptpunkt. Oh. Ah ja, stimmt, ich konnte hier noch durch, ne? Im Laden. Hier ist keiner. Aber hier war noch einer, ne? Ein Typ. Oh, diesmal nicht. Und die Vorderseite. Wo bin ich? Wo? Wie genau ist das eigentlich verbunden? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, tatsächlich. Ach so, hier einfach war das. Okay. Herr von Tsunokia, vielleicht verletzt nicht. Oh Gott, Smash Mouth. Da oben würde ich aber lieben gerne einmal hin. Was von hier aus gut zu funktionieren scheint, wenn dann. Ich runterfallen bitte. Was reicht das? No! Ach, come on. Skateboard. Nervt mich schon ein bisschen, dass es hier keinen Boneless gibt in dem Spiel. Okay, das funktioniert nicht. Kann man von hier hinten irgendwie da hinten raus? Ja, ja, sieht so aus. Okay. Dann machen wir das auch. Schon besser, ne? So, einen Spin-Statistik-Punkt erhalten. Schön. Freut mich. Ist hier noch was drin? Nee. Irgendeine Aufgabe? Nee. Das müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie an einen anderen Statistik-Punkt rankommen. Kann man hier irgendwo... Voll lang, ja, no, hier ist eine Aufgabe, okay. Dieses Lied, Alter. Überhaupt diese Musikauswahl, die ist sehr wild auf jeden Fall. Okay, da kommen wir nur hier hin. Ein Muck da oben hin. Werde nochmal versuchen. Kann ich eigentlich, kann ich irgendwie einen Zielpunkt setzen? Nee, ne? Ziele ansehen. Naja, da könnte ich mir sogar, wow. Ja, okay. Noch gar nicht mehr so viel. Eins, zwei, eine, die ich noch gar nicht entdeckt habe scheinbar. Okay, nur noch vier Aufgaben. Ne, fünf Aufgaben mit der Kacke da. Und noch eine Medaille. Die Frage ist, gibt es hier eine Statistik über die Statistikpunkte? Eine Statistik über die Statistikpunkte. Das war Wahnsinn. Ui, oh Gott, was ist da gerade passiert? Kann ich das hier kaputt fahren oder so? Nee. Ich hätte eigentlich gerne die Geschwindigkeit beibehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das funktioniert halt nicht. Das sah gerade irgendwie auch anders erreichbar aus. Oh Mann. Aua. Hier nur so? Komm ich da oben rauf? Noch nicht ganz verstanden. Ja, das war geplant. Ich will diesen Statistikpunkt. Gar nicht in Frage, dass ich ihn nicht hole. Eine letzte Medaille will ich auch. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Aber gut, ich habe noch viele Spots, I guess. Hoffe ich. Ich würde gerne mal... Also meinte ich gerne einen Save Point wieder oben direkt. Zum anderen werde ich jetzt mal versuchen, komplett durchzugrinden oder halt zumindest so geschwindigkeitstechnisch, dass ich ein bisschen schneller bin vielleicht, da unten. Dann direkt durchziehen kann. Ha! Geht nicht. Wenn man Trick zieht, springt man auch nicht weiter, ne? Oh, man kann den Leuchtturm, warte mal. Okay, da ist der letzte Punkt hier oben. Nö. Was bringt mir das hier oben? Ich bin schön, wie ich hier gerade stehe, auf jeden Fall.
Ah, warte mal. Scheiße, ich lese eigentlich, glaube ich, falsch weg. Mhm, genau das meine ich nämlich. Ich übe nur. Aber wenn ich in den anderen grinde, dann komme ich, glaube ich, zum Setpoint. Warte mal, dann muss ich eigentlich nur hier lang grinden. Ja, genau. Wir kriegen das hin. So nämlich, und dann zack, fick dich. Aber irgendwie so funktioniert das, glaube ich. Irgendwie so ist das gedacht. Überlegen, welcher Richtung ich gerade spawne. Okay, da ziehe ich nur durch. Muss ich das kurz nochmal testen gerade? Echo, Echo. Oh. Das Störung ist manchmal nicht ganz so gut. Hallo, du sollst da grinden, Mann. Arsch. Jetzt. Ja, wir sind wieder falsche. Mann. Ja, hallo Tony Hawk Spiel. Und mich auch. Na, ich habe aus Versehen gedrückt. Ah. Mein Gott, stell mich da gerade an. Danke. Es geht nicht. Komm da nicht hin. Ich übe nur. Was denn, wenn ich schon während des Schiefes abspringe? Echo. Das ist es. Und quasi. Nee, ist ja gar nicht schief genug. Ich weiß nicht, wie ich da oben hochkommen soll, ehrlich. Oh ja, wenn das passiert, komm, leck mich. Mal so irgendeine Aufgabe. Ich suche nochmal für Herrn Nokia. Herr Nokia. Brrr. Wo war er denn? Hier oben, ne? Jo, jo, ich weiß Bescheid, was ich tun muss. So, du. Hey Mann, hör dir den Sound. Ich kann das nicht skippen, leider. Krasser Sound, wirklich. Ich raste aus. Noch nie sowas Geiles gehört. Dann war der Captain da. Oh, sieht so aus, als hätte ich jetzt auch eins dieser Handys. Hör mal, ein Sirenengesang. Ein Sirenengesang. Lass ich davon nicht in die Irre führen. Wo war der? Der andere war beim Skatepark direkt, ne? Dann würde ich ja behaupten, dass der mal irgendwo hier ist oder so. Oh Gott. Klingt so wie so ein halbes Weihnachtslied. Oh, der war da. Er war jetzt gefühlt überall. Irgendein Bereich, den ich noch nicht kenne. Meine Tochter hat mir zu Weihnachten ein neues Handy geschenkt. Ich weiß nicht recht, wie man es benutzt, aber das hier kann ich schon. Ja. Dann war da auch keiner. Ich hab keine Ahnung. Geh mal aufs Schiff. Vielleicht steht da noch einer oder so. Einfach so. Natürlich nicht. Kommt man eigentlich irgendwie wieder zurück an Land? Ohne im Wasser zu landen?
Maggis, willst du einen Klingelton? Hm. Da! Oh mein Gott! Im Parkhaus. Was geht ab? Hab neue Klingeltöne für mein Handy. Hör doch mal. Das Charaktermodell von dem ist aber auch wirklich aus der Hölle. Okay, egal, haben wir wenigstens das geschafft. Achso, ich muss zurück. Ich wollte mich gerade schon anfangen, mich hier wieder umzugucken. Ich will diesen hässlichen Statpunkt, ey. Wirklich unfassbar. Oh ja, du hast es geschafft. Hör dir doch nur mal diese tollen Melodien an. Ich hatte gerade eine leichte Panikattacke während dieser Cutscene. Ich weiß nicht warum, einfach so. Gay Time. Okay. Ich will diesen Statpunkt da, Mann. Das kann doch nicht angehen, ey. Ich raste aus. Alternativ nehme ich auch die letzte Skate-Medaille. Und die jetzt weiß ich halt auch immer noch nicht so ganz. Er hat gesagt, der ist dope. Also er hat dope genommen oder so. Weird. Das sieht mir ja fast danach aus, wenn ich hier noch irgendwie rein könnte, ne? Aber irgendwie auch nicht. Nimm alles zurück. Hexfühler drüben laden noch nicht so richtig. Oder ist das irgendwie eine. Das ist doch keine Rampe. das Ding grinden geht auch nicht. Ich check's nicht. Ich wollte es ja eigentlich nochmal versuchen, indem ich den kompletten Speed ausnutze. Die Folge war echt unproduktiv, ne? Wir haben nur Klingeltöne gesammelt und Sachen versucht. Na gut, passiert, I guess. Oh, wäre ich gerade gesprungen, hätte es vielleicht geklappt. Da komme ich definitiv nicht rein. Haters. Keine Ahnung. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht, wo die letzten Sachen sind, leider. Ich bezweifle jetzt schon fast, dass es in dem Spiel kluge Guides gibt, weshalb ich wahrscheinlich nicht alle sammeln werde. Könnte passieren. War nicht schon mal vor. Ich fahre eigentlich nur dumm rum, weil ich in die Hoffnung habe, dass ich vielleicht das letzte Symbol finde. Weil es auch sehr gut da oben drauf sein könnte, ne? Zusammen mit dem Statpunkt. Tanzen immer noch? Ne, der fährt hier nur rum. Oh, warte mal. Ah ne, das ist Golden M. Ich dachte gerade, das wäre ein Symbol. Ah, hier noch rüber? Ne. Kann ich nur ins Wasser fallen. Du bist kein Fisch. Danke. Wusste ich nicht.
Hilfe. Diese Musik, ey, ich komme nicht klar. Keine Chance. Sorry, dass ich jetzt so viel rumstöhne, aber ich habe einfach keine Ideen mehr. Manches sieht so aus, als wenn man echt rein könnte, aber es scheint nicht zu sein. Ich kann mir sogar fast vorstellen, dass noch irgendein Symbol ist, wo ich einfach nur nicht drin war. Vielleicht hier nochmal. Da habe ich eigentlich nur sehr spartanisch abgesucht hier. Aber ich sehe nichts mehr. Ich sehe hier gar nichts mehr. Autsch. Sorry, dass ich auch gerade irgendwie so schweige. Ich habe keine Ahnung, ich habe vielleicht schon zu viel aufgenommen heute. Also ich weiß nicht, wie ich das tun soll. Aufgaben. Ja, ich habe einfach keine Ahnung, wie man an den Setpunkt kommt und wo der letzte Medaille ist. Das fehlt mir. Die letzten Aufgaben kriege ich auf jeden Fall irgendwie hin. Da rot ist wie ein Pfeil. Aber das ist der Setpunkt. Ausgerutscht. Da kriegen wir noch einen super Sprung frei. Ne, keine Ahnung. Ja, gut. Dann würde ich jetzt sagen, beende ich mal an der Stelle die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Beim nächsten Mal gucken wir mal. Wir machen dann, denke ich, erstmal Aufgaben. Und am Ende kümmern wir uns nochmal hier um die Sachen und so. Und dann können wir vielleicht auch bald schon mal in die nächste Welt. Also in die erste eigentlich, die richtige Welt. Mal gucken. Naja, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.